Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro und wir spielen heute mal wieder mit dem rotäugigen Drachendeck. Und ich bin gespannt, wie mein Hand aussieht. Okay, es geht eigentlich. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Wir legen erstmal einen Lindwurm raus. Und Spiegelkraft einfach mal in die Mitte, weil wir nichts anderes haben. Schwarzes Loch gefällt mir schon mal, besonders weil unser Feld eh gleich leer sein wird. Ich könnte jetzt theoretisch den zweiten Lindwurm rufen, dann einen rotäugigen Metalldrachen rufen und mit dem einen von denen hier rufen. Könnte man machen. Okay, Galaxieaugendeck, das heißt, er will seinen Drachen rufen. Na, dann mach das mal. Ja, Photonendrache. Schön, dass der Drache ist, weil dann kann ich ihn mit Drachkloren klauen. Ah, die Drachloren habe ich hier gar nicht drin, schade. Drachloren ist nämlich eine Karte Level 8 XI. Damit kann ich mir ohne Probleme andere Drachen klauen. Kann er dagegen was tun? Wäre schön, wenn nicht. Bin gespannt. Ja, er überlegt auf jeden Fall. Also er kann irgendwas aktivieren, das ist klar. Ach, in Effekt. Ach so, okay. Ja, aber sein Drache ist trotzdem weg. Ach so. Ja, das ist natürlich fies, ne? Aber mein Monster liegt noch, deswegen hat sich's gelohnt. So. Können jetzt theoretisch versuchen, irgendwie auf eine XI zu kommen, auf eine Level 7 XI. Ist ja ziemlich assi, wenn wir das schaffen könnten. Erstmal möchte ich sein Monster weghaben. Also der hat doch 100 pro irgendeine Fett. Ah ja. Okay. Das soll mir recht sein, weil dann brauche ich keine Angst mehr, um zu fallen, vorfallen. Wir beschwören den hier. Und können uns jetzt Scharkritter holen. Was wir auch mal gekonnt tun werden. Ist zwar ein richtiger Arschloch-Move, aber das ist mir scheißegal. Denn jetzt aktivieren wir den schönen Effekt, bringen unsere Drachen in den Friedhof und klauen uns ein Monster. Dann setzen wir noch nach und beenden den Zug. So, wir haben drei schöne Drachen auf der Hand, die wir alle sehr schön nutzen können. Ich bräuchte jetzt noch so einen schwachen Drachen, den ich normal beschwören könnte. Dann wäre es perfekt. Und er kann nichts legen. Oder er hat Gorts gezogen, das kann natürlich auch sein. Dann mache ich das so. Mach den weg und ziehe zwei Karten. Sehr gut, der ist schon mal schön. Könnte jetzt... Nee, das wäre dumm. Ich warte auf einen schwachen Drachen, damit ich den Level 7 XI rufen kann ohne Probleme. Ich könnte nämlich jetzt... Oh, geil. Das gibt's ja auch noch. Aktivieren. Beschwören. Kein zusätzliches Monster ist, denke ich, nicht schlecht. Och nee. Dein Ernst? Ja. Na super, jetzt liegt er wieder im Friedhof. Das freut ihn bestimmt. Ja, natürlich. Natürlich. Also jetzt muss ich bitte ein schwaches Monster ziehen. Sonst habe ich ein Problem. Weil dann kann ich mir mit großes Auge seinen Galaxieaugen holen. Beziehungsweise nein, ich hole mir dann den hier. Trimphonendrach, ach du Scheiß, was kann der denn? Boah. Ein
gerade so vor, den riesigen Effekt durchzulesen, aber ich glaube, da steht was ziemlich Asoziales drin. Ja, irgendwas mit Angreifen und mehr Attack, ja. Okay. Ja, ohne großes Auge wird schwierig, hier dran vorbeizukommen, auf jeden Fall. Gut, dass ich großes Auge bekommen könnte, eventuell. Oder doch nicht? Ich weiß noch nicht so genau. Wir beschwören erstmal den hier. Dürfen wir den speziell beschwören? Ich habe eine Idee. Wir beschwören damit. Nein. Wir beschwören damit den hier. Was? Wie können wir den denn rufen? Von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannt? Ich habe ja aber nur eins. LOL, der ist ja geil. Die lautlose Ehre, arges Wasser. Ist ja Hammer. Also, dass die Wasser ist, hat mir noch nie geholfen. Ist ja cool. Dann würde ich mal sagen. Good game. Weil dagegen wirst du nichts mehr tun. Tschüss. Ist ja Hammer. Also das finde ich ziemlich geil. Das war jetzt richtig cool. Also das, dass ich quasi gewinne, weil... Naja, ich hätte auch so gewonnen. Ich hätte jetzt mit dem Ausrottungsvirus mein finsteren Metalldrach geopfert und dann hätte ich auch zwei Materialien gehabt. Aber der Scharkritter ist Wasser. Das ist mir erstens noch nie aufgefallen und zweitens hat es mir in dieser Situation richtig geil geholfen. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine Wertung freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann, ciao.